Haben in Artikel 13 zugrunde gelegt und einen völlig veränderten Text, nicht nur vom Rechtsausschuss, der vor dem Sommer letzten Jahres rauskam. Wir hatten danach ja noch mal einen wieder völlig veränderten Text im September auch entsprechend abgestimmt und nun mal noch mal wieder völlig verändert. Die Struktur des Artikel 13 bezieht sich im Grunde darauf, dass wir ganz klar sagen, zum einen Plattformen, die überhaupt unter Artikel 13 fallen, bestimmen sich erst einmal nach dem Artikel 2.5, wo wir die Plattformen, die überhaupt unter Artikel 13 fallen, versuchen zu definieren und in der Fortführung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes dort versuchen zu definieren, was ist eigentlich eine aktive Plattform. Die Plattformen, die wir damit erreichen wollen mit Artikel 13, sind letztlich eigentlich nur die aktiven Plattformen, die genau wissen, dass sie urheberrechtlich geschützte Materialien auf ihrer Plattform haben, damit Gewinn erzielen und das eben der Öffentlichkeit auch entsprechend wiedergeben. Das ist von daher relevant, weil man da oftmals gerne verwechselt, dass nun auf einmal alle Plattformen angeblich unter Artikel 13 fallen. Das ist nicht der Fall, wenn man sich den Artikel 2.5 hier mal durchliest. Die Plattformen, die dann entsprechend überhaupt nur noch unter Artikel 13 fallen, dort geben wir ganz klar die Position an und sagen, ihr macht dann eine öffentliche Wiedergabe, weil ihr eben genau wisst, dass ihr hier urheberrechtlich geschützte Werke auf eurer Plattform anbietet. Und deshalb sollt ihr auch euch mit einer Haftung auseinandersetzen, mit einer Haftungsfrage, die aber nicht so ohne weiteres absolut gilt. Wir haben drei Ausnahmen hier auch formuliert. Das eine ist die Ausnahme, wie sich eigentlich eine Plattform, die unter Artikel 13 fällt, auch in dem Versuch, sich wieder sozusagen zu enthaften, welche Anforderungen dort aufgeführt werden. Wir haben eine Ausnahme für die Kleinst- und jungen Plattformen formuliert, was über Deutschland und Frankreich ja im Rat vereinbart worden war, was wir im Trilogergebnis so übernommen haben. Und von der Struktur her fanden wir oder finde ich es nicht ganz gelungen, das auch in dem Artikel 13 selbst anzusiedeln, anstatt das in der Definition zu machen, weil man dort etwas mehr Schwierigkeiten dann bekommt, zu sagen, die dort nicht runterfallen, sollen dann eigentlich der E-Commerce-Richtlinie runterfallen. Bloß wenn man das innerhalb des Artikel 13s macht und als eine aktive Plattform dann auch schon definiert hat, dann wird man das kaum mehr unter passive Plattformen nachher unterfallen lassen können. Deshalb haben wir versucht, das dort nochmal entsprechend einzugrenzen. Und wir haben für diese kleinen Plattformen, auch wenn man diese drei Kriterien, die dort genannt sind, die 10 Millionen globalen Umsatz, die 5 Millionen monatliche Einzelbesucher oder auch die 3 Jahre, die dort zugrunde gelegt sind, selbst wenn man da rauskommt, haben wir darüber hinaus noch eine Verhältnismäßigkeitsregelung dafür getroffen. Also wenn man nun 10 Millionen und 1 Euro sozusagen Umsatz gemacht hat, dass man dann dennoch nicht die gleichen Anforderungen erfüllen muss wie große Plattformen. Und wir haben eine Ausnahme auch noch mal für die User gemacht, für die Nutzer, die hier in dem Bereich alles, was unter Remix, Memes und GIFs und ähnliche Dinge läuft, also unter User-Generated Content läuft, auch hier nochmal eine Ausnahme vorgesehen, dass auch diese Dinge selbstverständlich und diesmal europaweit verpflichtend überall auch entsprechend hochgeladen werden soll. Das sind die rechtlichen Anforderungen, mit denen sich die Plattformen entsprechend befassen müssen, wo sie sich einsortieren müssen. Und im Ergebnis muss man eigentlich sagen, wenn es jetzt immer die Sprache auch auf die sogenannten Upload-Filter kommt, dass hier natürlich eine Haftung der Plattform existiert, dass man diese Haftung aber nur auf die wesentlichen Dinge reduziert, wo man eben sagen muss, derjenige, der sich dort mit seinem Werk nicht registriert hat, dafür wird man auch kaum eine Haftung dann entstehen lassen können in der Praxis.
Praxis. Vor wenigen Minuten hat die Online-Petition gegen Artikel 13 die 5-Millionen-Marke geknackt. Damit ist es die größte Change.org-Petition aller Zeiten, noch vor der Petition, die darauf abgezielt hat, dass das amerikanische Electoral College Hillary Clinton zur Präsidentin wählen sollte. Das ist die zweitgrößte Petition. Also 5 Millionen Menschen haben dort unterschrieben gegen Artikel 13 zu einem europäischen Thema. Und es haben auch ungefähr 150 Europaabgeordnete einen Änderungsantrag für die Streichung von Artikel 13 eingereicht, der hoffentlich nächste Woche dann Erfolg haben wird. Es gibt natürlich viele andere Aspekte dieser Reform, die wichtig sind, die teilweise auch kritikwürdig sind. Aber ich denke, dass die öffentliche Debatte, die wir um Uploadfilter haben, zeigt, dass in den letzten Jahren dieses Reformprozesses die Einbindung der Zivilgesellschaft, die Einbindung wissenschaftlicher Expertise einfach versäumt worden ist. Es gab ja bereits vor einem Jahr im Juli 2018 eine erste Ablehnung der Verhandlungsposition des Parlaments. Und das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, um einige der grundlegenden Debatten zu führen, die jetzt gerade anfangen. Stattdessen wurde leider die Zeit zwischen der ersten Abstimmung im Juli und der zweiten im September genutzt, die Kritikerinnen und Kritiker dieser Reform zu diskreditieren. Zum Beispiel, indem gesagt wurde, die Menschen, die sich per E-Mail an die Abgeordneten gewendet haben, die würden gar nicht existieren, das seien nur Bots. Jetzt haben wir jedes Wochenende seit einem Monat tausende Menschen auf der Straße, die rufen, wir sind keine Bots. Ich glaube, eindrucksvoller kann man nicht beweisen, dass es sich dabei um eine Diskreditierung gehandelt hatte und dass das Thema einfach von der Politik unterschätzt worden ist. Eine weitere und wahrscheinlich die größte Kundgebung ist für diesen Samstag angekündigt, den 23. März, wo ich auch bei der Demonstration in Berlin zugegen sein werde. Zum Inhalt von Artikel 13, der, denke ich, wahrscheinlich der Hauptpunkt ist, auf den wir uns konzentrieren müssen in der Debatte, ist völlig klar, dass eine Umsetzung von Artikel 13 ohne Uploadfilter nicht möglich ist. Es ist richtig, das Wort Uploadfilter steht nicht im Text, aber ich habe ja an den Verhandlungen teilgenommen und miterlebt, wie gezielt alle Wörter aus dem Text entfernt wurden, die suggerieren, dass es um Uploadfilter geht. Da wurde das Wort Technologien durch das Wort Mittel ersetzt, das Wort Fingerprints wurde durch das Wort Rechteinhaberinformationen ersetzt. Aber es ist natürlich völlig klar, dass es sich hierbei um Euphemismen handelt. Fakt ist, Artikel 13 erfordert, dass sobald ein Rechteinhaber einer Plattform keine Lizenz erteilen möchte, die Plattform sperren muss. Und dementsprechend ist es nicht möglich, selbst bei einer Plattform, die über sehr große finanzielle Mittel verfügt und alle Lizenzen einkaufen könnte, die ihr angeboten würden, dass sie auf Uploadfilter verzichten kann. Denn es wird immer Rechteinhaber geben, zum Beispiel die Hollywood-Studios, die solche Lizenzen schlicht und ergreifend nicht erteilen. Ich glaube, was auch unterschätzt worden ist bei dieser Reform, ist, dass heutzutage wir alle Urheberinnen und Urheber sind. Jede Person in Deutschland, die ein Smartphone hat, ist Rechteinhaber ihrer Fotos. Entweder als Urheber bei kreativen Werken oder sie hat einen Lichtbildschutz für nicht kreative Werke, wie zum Beispiel die Selfies, die sie machen. Das heißt, die Idee, dass man mit all diesen Menschen Lizenzen abschließen kann, ist nicht möglich, auch nicht über Verwertungsgesellschaften, die ja oft solche Amateurrechteinhaber überhaupt nicht aufnehmen. Was die Urheberrechtsreform leider versäumt hat, ist genau diese ganz grundlegenden Widersprüche zwischen dem geltenden Urheberrechtssystem und dem Internet aufzulösen. Also das Urheberrecht auf diese neue Realität anzupassen, dass wir alle Urheberinnen und Urheber sind und ein System zu finden, das mit dieser Komplexität umgehen kann und auch viele Alltagshandlungen im Netz zu legalisieren. Herr Voss hat gesagt, dass Memes und Parodien weiter hochgeladen werden können. Aber die Problematik ist ja, dass von den Plattformen dort etwas abverlangt wird, was technisch überhaupt nicht möglich ist. Also auf der einen Seite wird gesagt, sie müssen den Upload von geschützten Werken verhindern. Und dabei geht es eben nicht nur um
den Upload von bestimmten Dateien, also zum Beispiel einer Musikdatei, sondern es geht wirklich um das Werk. Das heißt, man müsste dort auch verhindern, dass der Songtext hochgeladen werden kann oder dass eine Coverversion von einem Lied hochgeladen werden kann. Auf der anderen Seite wird gesagt, es sollen aber keine legalen Inhalte gesperrt werden. Es wird aber ignoriert, was eigentlich einhellig alle Experten für künstliche Intelligenz sagen, dass eine solche Technologie nicht existiert. Die große Befürchtung ist also, dass fehlerhafte Technologie eingesetzt wird. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat davor gewarnt, dass diese Technologie wahrscheinlich wieder von den größten Technologiekonzernen eingekauft wird und dass dadurch letzten Endes die Macht dieser Konzerne noch erhöht wird, weil letzten Endes auch die Datenströme kleiner Plattformen am Ende über die großen Plattformen laufen werden. Das heißt, wir haben hier wirklich ein großes Problem und ich hoffe sehr, dass das Europaparlament die Chance nutzt, die von ihrem Recht Gebrauch zu machen, diese Reform in dieser Form noch mal zu stoppen. Wir haben Proteste gerade von einer jungen Generation, die die Grundlage für die Unterstützung der Europäischen Union ist, die an die europäische Demokratie glaubt und die darauf hofft, dass die Europaabgeordneten in ihrem Sinne abstimmen werden. Ich habe auch einen Freiheitsbegriff, der ist aber nicht dereguliert, sondern ein verantwortlicher. Und so wie ich auch im analogen Kapitalismus will, dass es Standards gibt für Soziales und Ökologie und Arbeitnehmer- und Nehmerinnenschutz, möchte ich auch, dass es gute Regeln für das Netz gibt. Das ist für mich durchaus vereinbar mit Meinungsfreiheit. Jetzt haben wir aber ein Framing gehabt mit diesen Hashtags, Censorship Machine und Upload-Filter. Muss man sagen, sehr erfolgreich. Chapeau, so ein bisschen wie beim Brexit Take Back Control. Und alle stürzen sich auf dieses Framing. Die Frage ist, ob das so richtig ist und angemessen ist. Und darum würde ich gerne jetzt auf den Text kommen. Artikel 13 hat ja den Hauptzweck, dass urhebergeschützte Inhalte, an denen die Plattformen nicht die Rechte haben, lizenziert werden. Ich finde das eine richtige Politik, dass die reichsten Firmen der Welt, kulturelle Arbeiterinnen und Arbeiter, Kreative, Journalisten und Journalistinnen, Musiker, Filmemacherinnen angemessen beteiligen an dem Geld, was die Plattformen über Werbung machen. Das heißt nicht, dass Sie jetzt alle oder Ihre Kinder, die Sie wahrscheinlich alle am Abendbrottisch haben, sagen, oh, was macht die Uda, die schafft morgen YouTube ab, ich darf kein Katzenvideo mehr hochladen oder ich kann irgendwie nichts mehr suchen im Netz. Das stimmt alles nicht, sondern es geht nur darum, dass Lizenzverträge zwischen Rechteinhabern, Plattformen und Verwertungsgesellschaften ausgehandelt werden. Damit ist dann alles legal. Das heißt, die User werden nicht mehr abgemahnt, die Plattformen haben auch Rechtssicherheit und die Urheber werden angemessen bezahlt. Ich möchte Ihnen deswegen, weil es ja auch viele Proteste gibt, auch von den Foren, die zum Beispiel Angst haben, sie könnten ihre Foren, wo sie Sachen austauschen, nicht mehr machen. In Artikel 37a, ich habe jetzt hier den englischen Text, ich lese Ihnen das kurz vor, steht: This directive should target only online services which play an important role on the online content market by competing with other online content services such as online audio and video streaming services for the same audience. Also es gibt einen ganz klaren Fokus, wer unter diese Richtlinie fällt und wer nicht. Also Wikipedia ist ausgenommen, Online-Enzyklopädien sind ausgenommen, Datingportale wie Tinder sind ausgenommen und ich lese Ihnen vor, weiter unten im gleichen Artikel 37a, Open Software Development and Sharing Platforms, Not-for-Profit Scientific and Educational Repositories are out. Also das möchte ich erstmal sagen zu der generellen Debatte. Da sind ganz viele Befürchtungen im Raum, in der Öffentlichkeit. Aber im Text, im Erwägungsgrund 37a steht ganz klar, Sharing Platforms sind nicht betroffen. So, jetzt geht es weiter mit... Ja, nur noch zwei Sätze, aber die sind entscheidend. Nämlich, Sie haben eben darauf hingewiesen, Wikipedia hat heute abgeschaltet. Auf der Mobile-App, die die Jugendlichen nutzen zwischen 14 und 24, und zwar zu 74%, sind alle Sachen da. Das ist für mich also ganz viel Theaterdonner. Die Jugendlichen können also heute bei Wikipedia für ihre Hausaufgaben und sonstige Vergnügungen alles finden. Ich finde das bezeichnend, also wie Wikipedia da Politik macht. Und darum möchte ich das deutlich machen, wie hier Politik gemacht wird. Und deswegen finde ich, dass diese Reform ein fairer Ausgleich ist zwischen Nutzern, Plattformen und Rechteinhabern
Deswegen unterstütze ich das und ich werde alles dafür tun, diese Reform zu erklären, gegen falsche Interpretationen anzugehen. Und ich hoffe, dass wir im Sinne von guten Regeln im Internet nächste Woche eine Mehrheit haben werden, wenn wir in Straßburg abstimmen. Vielen Dank.